Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Böse Nachbarn für den PC. Im letzten Mal haben wir das Spiel begonnen, haben die 3 Einführungslevel gemacht und auch schon 2 Streiche. Und jetzt setzen wir uns an weitere Streiche und vielleicht schaffen wir es sogar, die ganze erste Staffel abzuschließen, denn wir haben auch ein Zeitlimit und würden so auf 5, 11, 17, 23 Minuten kommen. Na, mal gucken, wie wir uns anstellen. Und wir beginnen mit der Geburtstagsfeier. Der Nachbar hat Geburtstag und feiert diesen mit seinem einzigen Freund, sich selbst. Er bläst die Kerzen aus und wünscht sich selber alles Gute. Ab und zu schaut er doch mal in den Briefkasten, ob er nicht vielleicht eine Karte mit Glückwünschen bekommen hat. Oder gar ein Paket. Damit der Nachbar nicht so alleine trostlos feiern muss, wird Woody ihn besuchen. Folge spielen. Man hat schon gehört, Gefahr droht nämlich. Inwiefern? Das sage ich euch jetzt gleich. So, nämlich haben wir den Briefkasten. Das heißt, wir können nicht die ganze Zeit einfach unten chillen. Wir haben einen Stift, wir haben Dynamit oder einen Feuerwerkskörper und eine Mausefalle. Auf dem Klo sind wir erstmal sicher, aber wenn er nur da lang geht und da lang geht, wie soll er dann bitte dieses Bild bemerken? Ganz easy peasy. Dazu kommen wir dann später noch. Jetzt haben wir erstmal alle Items. Das heißt, wir können erstmal ganz gechilltes Klo verstopfen. Und können auch schon mal ganz gechilltes Bild anmalen. Jetzt warten wir, bis er wieder unten ist. Gehen natürlich noch schnell in den Kühlschrank, wo aber, glaube ich, nichts mehr sein sollte. Doch. Nein. Shit. Das wollte ich nicht machen. Das war dumm, das Ei jetzt reinzumachen. Das war wirklich sehr blöd. Wieso bin ich gerade so blöd? Wieso habe ich nicht den Streich jetzt gemacht? Ah. Na, das ist definitiv kein 100% Agrometer jetzt hier für uns. Weil ich jetzt echt extrem gezögert habe. Das war ganz, ganz blöd. Ich glaube, ihr seht schon, worauf das jetzt hinausläuft. Mit dem Feuerwerkskörper. Und übrigens, mit der Mausefalle kriegen wir ihn ins Bad. Weil dann muss er sich ein Pflasterchen machen. Naja, und jetzt schauen wir zu, wie sich das Level ganz von allein beendet. Machen wir die Streichkamera dafür wieder ein. An und alles geht seinen Gang. Das macht mich immer so glücklich. So. Und das Ende ist nah, mein Lieber. Das Ende ist nah. Oh, das geht ihm so schlecht. So, jetzt holt er sich erstmal ein Pflasterchen. Ja, wir bekommen 97%. Na, dann hol dir mal dein Pflasterchen. Auf dem Weg könnte eventuell noch ein bisschen scheiße sein. Und damit haben wir gewonnen. Zumindest dieses Level. Doch der Nachbar muss noch ein paar Mal geärgert werden. Um genau zu sein, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. Wir haben jetzt schon Staffel 2 freigeschaltet, da werde ich euch jetzt aber noch nicht spoilern und machen erstmal Staffel 1 komplett fertig. So, der Nachbar isst Kuchen. Der Apfelkuchen. So ein Apfelkuchen, der ist fein, denkt der Nachbar bei sich. Und wärmt sich sein nächstes Stück im Mikrowellenherd auf. Ein Gedicht. Doch bei all dem Genuss darf auch die äußere Körperpflege nicht vernachlässigt werden. Ein kleiner Abstecher ins Bad wirkte oft Wunder. Dass dieses Vergnügen nicht ungestört bleibt, dafür wird Woody schon sorgen. Oh ja. Das heißt, es wird schwerer. Es kann übrigens auch sehr gut sein, dass ich irgendwann im Laufe des Spiels auch einmal verkacken werde. Dass ich es nicht schaffe und vom Nachbar gecatcht werde, denn es ist so. Vielleicht habt ihr das jetzt gerade schon rausgehört und vielleicht euch auch einfach schon gedacht. wenn man vom Nachbar gecatcht wird, dann hat man ein kleines Problemchen. Denn dann ist Game Over, ganz einfach, und man darf von neu anfangen. So. Ich glaube, hier geht er nicht lang, oder? Er geht doch rechts lang und dann runter. Ach, bin ich bescheuert. Ich hab was vergessen. Na, egal. Geht er da lang? Ja, er geht da lang. Alles klar. Dann kann ich das schon mal machen. Ich kann das schon... Nein, ich kann das schon mal machen. Hä? Doch, da? Will der mich verarschen? Das funktioniert doch. So, und natürlich das Ei. Damit haben wir die Küche schon mal fertig. Ja, wir haben gerade tatsächlich Schuhcreme statt der Sprühsahne gemacht. Ja, vielleicht habt ihr das gemerkt. Das ist fies. Das ist Woody. Woody Shabooty. Oh. So willst du verkacken. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich muss mich selbst übrigens korrigieren. Es war Rasierschaum, den wir da hochgepackt haben. Keine Schuhcreme. Und ersetzen natürlich die Schlagsahne jetzt nochmal. Ich mache das jetzt einfach hier nochmal onscreen. Das war jetzt nicht so viel. Das heißt... Er ist eigentlich eine ganze Weile im Bad. Eigentlich könnten wir jetzt mal was riskieren. Nein, können wir doch nicht. Doch, können wir. Nein, können wir nicht. Shit, ich hab verkackt. Ich hab nicht verkackt. Boah, was für ein Lack kann man haben. Was für ein abgefucktes Lack kann man eigentlich haben. So, jetzt das gleiche nochmal. Wir machen das jetzt nämlich wie folgt. Geh da rein. Wir machen erst das Klo. Und jetzt müssen wir schnell die Streichcam nochmal ausmachen, weil ich das hier unten jetzt alles mal schnell preparen muss. Er sieht jetzt das Ei. Keine Sorge, das kennen wir ja schon, aber das mit dem Kuchen zeige ich natürlich gleich nochmal. So. Ups. Nein. Dafür machen wir die Streichcam jetzt natürlich wieder an. So, und jetzt können wir der Folge wieder beim Beenden zuschauen. Na los, Nachbar. Geh dein Kuchlein essen. Geh. Iss. Na, iss. Kuchen mit Rasierschaum hat schon immer gut geschmeckt. Stimmt, wieso sollte Schuhcreme im Badezimmerschrank sein? Ich finde diese eine Männerlache im Hintergrund immer so geil. So, na dann gehen wir ins Badezimmer, mein Lieber. Hm? Wenn ich jetzt nichts dumm angestellt... Wenn ich mich jetzt nicht dumm angestellt habe, könnte das sogar wieder ein 100%ler werden. Mal gucken, wie diese Row hier jetzt wird. Dieses Streak. Ah, 56? Ich weiß nicht, ob das es werden könnte. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Probieren wir es aus. So, jetzt kommt nämlich erst das böse Zeug. Wir haben den Kleber da reingepackt. Und das andere habe ich gerade vergessen, was das war. Ach ja, Haarwuchsmittel. Okay, 97%. Und damit haben wir auch dieses Level gewonnen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall noch den alten Spielverderber. Und dann gucke ich mal schnell, wie lang der Part ist. Und vielleicht machen wir dann noch den Badetag. Mal sehen. So. Wird übrigens schwer hier für Thumbnails zu machen, glaube ich. Na, mal gucken. Böse Nachbarn in der alte Spielverderber. Das ist jetzt schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein etwas komplizierteres Level. Nehmen wir uns natürlich erstmal wieder den ganzen Stuff. So wie folgt. Er spielt immer Klavier, dann kommen Kinder, schießen aus Versehen den Fußball in sein Haus. Das findet er nicht so witzig und er schmeißt ihn dann zurück. Und ja. Und das war's dann eigentlich schon. So, jetzt müssen wir kurz warten. Auf das Klo geht er erst, wenn ich was mache, später. Da oben haben wir sehr wichtige Gegenstände. Den Stift behalten wir hier. Der despawnt nicht. Warum werden wir noch sehen? Wir können den hier nämlich mehrfach benutzen. So, wir nehmen uns jetzt schnell den Stuff daraus. Das haben wir verkackt. Alles klar, tschüss. So, alles wieder beim Alten. Ich bin jetzt hier hochgegangen, während er an der Blume riecht. Und wir nehmen uns jetzt das Telefon. Ja, tatsächlich. Das Telefon hat hier eine sehr wichtige Rolle. Oder spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Hier sollten wir Ei und Käse rausbekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Perfectly. Habe ich den Ball? Nein, den Ball habe ich nicht vergessen. Ei da rein. So, jetzt müssen wir schnell sein. Okay, ne, das müssen wir anders machen, alles klar. Ich weiß auch schon wie. Gut, hier schaffen wir auf keinen Fall 100%. Weil ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher. Ja. Scheiße, jetzt hat er den Ball schon zurückgegeben. Mist. Ich hab verkackt. Es ist so unfassbar bescheuert. Oh Gott, er ist noch nicht fertig mit Meckern. Mist. So, diese Folge hier, diese Episode hat nämlich die Besonderheit, dass wir ihn jederzeit nach unten locken können mit dem Telefon. Aber naja. So. Jetzt fehlt nur noch der letzte Streich. Und jetzt habt ihr schon gesehen, den Stift konnten wir nämlich zweimal benutzen, deshalb ist der nicht despawned. So, wozu man den Stift eigentlich, das Telefon eigentlich braucht, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt braucht bei dem Ballaustausch. So. Damit haben wir jetzt ordentlich Streiche erstmal gemacht und es fehlt nur noch einer, nämlich der mit dem Ball, den wir durch eine weiße Bowlingkugel austauschen müssen. Das muss allerdings schnell gehen. Und ich weiß nicht, ob man ihn ablenken und anrufen muss. Und ja, wie man vielleicht gesehen hat, wir haben ihm einfach falsche Noten aufs Klavier geschrieben, meine ich. Ja, ja, klopf mich. Okay, das funktioniert, alles klar. Und damit haben wir es eigentlich geschafft. Yeah! Wir haben nur 88%, aber okay, wir haben es trotzdem geschafft. Und ich würde sagen, oh, über 90% ist übrigens nur der Kreis, ja. Und ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. So, wir haben knapp 14 Minuten erreicht. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Im nächsten Part machen wir dann das letzte Level der ersten Staffel, der Badetag. Und jetzt spoilere ich mal, beziehungsweise Spoiler ist es ja nicht. Jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was dann auf uns zukommt. Kommt. Allerdings zeige ich nur das erste. Das erste heißt Frisch ans Werk. So. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part, Körperpflege des Nachbars. Badetag. Sexy Hexy. Bis dann.